Palast geordnet. Wir müssen ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Vorwärts, Männer! Reißt die Leiter runter! Nördliche Barrikade! Den Katapulten die Aufstellung im Palast hoch. Feuert auf meinen Befehl!
ich befehle es euch! Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm! Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft, hier lang! Los, jetzt! Warum ist die Tür verschlossen? Da ist jemand drin! Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Mal sowas. Da unrealistisch. Oh Mann. Damokles ist von den Toten auferstanden. Wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Und wir sind hier sicher, mein Kaiser. Sicher, wie es geht. Sicher? Ja, sicher. Aber du, in welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch. Schon. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine. Soldat. Hier.
Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater. Marius. Das sind die leichtesten Gegner auf dem Schlachtfeld. Die schwierigsten Gegner sind die, die du nicht siehst. So stattlich. Mutter, bitte. Feiglinger. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Okay. Mach dich bereit. Durchbrich meine Verteidigung. Und nochmal. Der arme Papa. Durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Noch einmal. Nein, so wird es nicht. Los, durchbrich meine Verteidigung. Du kannst das. Genau so. Gut, jetzt noch mal. Aber triff nicht diesmal. Dreimal. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Auf
den richtigen Moment. Versuch's nochmal. So nicht. Du musst deine Hiebe zeitlich abpassen. Nochmal. Auf ein Neues. Mach dich bereit. Perfekte an abgepasste Abwehrmanöver aus. Yeah.
Puh, anstrengend. Mach dich bereit. Ja, mach dich bereit, ich krieg's nicht gebacken. Wenn wir mal eh noch überwachen, wie das klappen soll, ey. Abwehrmanöver aus. Naja, und nun? Haben wir es nun, oder jetzt nicht? Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Rhythmus, Marius, Rhythmus. Warte auf den richtigen Moment und schlage zu. Kombiniere deine Manöver. Das richtige Mal. Komm schon. Meisterhaft, so lange wie ich jetzt gebraucht habe. Stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles. Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten.
Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Der Pima! Mama! Folge mir! Die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Nur du und ich. Komm schon, Marius. Gnade!
Mord liegt dein Schicksal. Lauf. Oh, was ist denn das nur, ey? Ja, ein bisschen verwirrend. Marius, du musst Placius warnen. Im Amphitheater. Bring ihn zum Forum. Wir beschützen deinen Vater. Geh! Ja, hoffentlich. Ey, die ist so empfindlich. Ein bisschen nervt das. Thank you.
Senk die Brücke, Marius! Hilf mir hinüber! Nicht ab!
Senk die Brücke, Marius! Hilf mir hinüber! Gibt's noch nicht. Ich würde da einzig zu erkennen. Gibt's doch nicht.
Mein Vater. Was ist hier los? Ich kann ihn schmeißen. Was ist denn das? Kann ich die angreifen und dann... Oh Mann! Soll ich das machen, ja? Warum geht das nicht? Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Du bist in der zweiten, oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Willkommen in der 14. Vitalion schloss ich meine Ausbildung an und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien, diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs, die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde.
Es tut mir leid. Und dann kümmern wir uns um den Kettenturm. Jetzt gibt es nur noch Blut zum Trinken. Alle sind tot von mir. Rache ist Blutwurst. Mitmachen.
wieder an, oder was? Weiter nach Überlebenden! Ich kümmere mich um sie! Was war das für eine Bewegung? Hat der Zuckerschock oder was? Oh, das ist geil. Vorwärts, Männer! Wir sind fast beim Zug! Sie drückt, Mensch. Formation. Das ist alles gedrückt, um Pfeile abzuwerfen. Bewegung!
Wir werfen mit noch 10 Männern jeden hier. Meine Güte. Ich hab keine Übersicht mehr. Meine Güte. Oh Mann, ey. Ja, ist klar. Jetzt fange ich hier nochmal an. Hier da. Heb das Gegengewicht an. Ich gehe nach oben und löse die Kette. Genau, ist alles klar. Mit der Perspektive, ne? Das ist schon nicht. Thank you.
Was macht denn der? Den Tod. Einmal. Feiglinge. Immer wieder. Jetzt haben wir das Blut dieser Barbaren vergossen. Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir. James Ryan mäßig. Strand von der Normandie. Wackeln, Junge. Was willst du da machen, ja? Thank you.
Soll ich denn hier gegen so viele ankommen? So ein Blödsinn hier. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ach, vergiss es, ey. Das kannst du doch vergessen, ey. Wir müssen die Barrikade halten, bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre! Linie bilden! Komm schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Los, los, los! Wir sind in Position! Hochschützen, macht auf! Das nur ein Mist hier, Junge. Thank you.
vergessen. Das ganze vergessen, ja, ja. Wir müssen die Barrikade halten, bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre! Linie bilden! Komm schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Los, los, los! Wir sind in Position! Hochschützen, passt auf! Ah, nun beruhigt dich. Oh, das nervt! Das ist ein Scheiß, Alter! Ja, für eine Feier im Gegenteil, ja.